Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar fangen wir nämlich an mit etwas Mehl, welches ich hier schon rausgeholt habe. Und zwar brauchen wir da 360 Gramm. Ich nehme da ganz normales Weizmehl Typ 405. 360 haben wir jetzt. Genau, und dazu geben wir jetzt erst noch einen Teelöffel Salz. So ungefähr. Und wir brauchen noch 4 Esslöffel Olivenöl. 4. Und das vermischen wir jetzt erstmal schon mal miteinander. Dass sich erstmal Salz und Olivenöl so ein bisschen mit dem Mehl vermischen, dass am Ende von allem ein bisschen was überall ist. Wenn wir jetzt gleich das Wasser raufkippen und das Salz ist alles an einer Stelle, dann ist auch nur eine Stelle salzig später. So, und jetzt geben wir unser Wasser dazu, aber nicht alles auf einmal, sondern nach und nach, sodass wir das ein bisschen untermischen können. Jetzt können wir das mal mit den Fingern ein bisschen kneten. Das geht dann nämlich irgendwann ein bisschen besser als mit dem Spatel. So, jetzt können wir den hier schon mal ein bisschen auf einer bemehlten Fläche ausrollen. Auskneten würde ich eher sagen, mit den Fingers. Dann immer wieder zur Mitte schlagen, sodass man so schon ein bisschen eine größere Menge Luft einschließt, so gefühlt. So, den kneten wir jetzt nochmal 2-3 Minuten. Der sieht jetzt eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt machen wir, formen wir so einen kleinen, eine kleine Kugel, würde ich mal sagen, und stecken das Ende immer unten drunter, sodass ja möglichst nochmal ein bisschen viel Luft eingeschlossen wird. Da wasche ich mir jetzt mal kurz die Pfoten. So, der Teig kommt jetzt auf einen Teller. So. Da packen wir jetzt noch ein bisschen Frischhaltefolie rüber, um den abzudecken. Aber durch das Gluten im Teig, wir haben jetzt keine Hefe oder sowas dabei, aber das gibt ihm nochmal so einen kleinen Trieb. Und da gucken wir am Ende mal, wie viel sich der Teig vergrößert hat. Das legen wir hier einfach so rauf. Drücken das ein bisschen an, dass er in sich ein bisschen schwitzen kann. So, und den lassen wir jetzt erstmal noch für ungefähr 2 bis 3 Stunden ruhen. Und dann machen wir weiter. Stopp! Okay, wir bereiten jetzt schon mal das Hackfleisch vor. Ich habe jetzt Rinderhack geholt. Man kann es auch mit Lammhack machen, das ist natürlich auch sehr geil. Aber wir machen heute die Rindfleischvariante. Und dafür schneiden wir die Sachen, die wir brauchen, eigentlich alle erstmal klein. Das heißt, eine ordentliche Portion Knobi brauchen wir. Ich habe hier jetzt 3, 5 rote Zwiebeln, wobei eine ein ziemlicher Klopper geworden ist. Und so einen ganzen Bund Petersilie, den hauen wir da auch noch rein. Es gibt den ganzen nochmal so eine frische und diese kräuterige Note, die wir eigentlich jetzt haben wollen, genau. Das hier ist ja auf jeden Fall der dickste Knoblauch seit langem. Dann haben wir hier die roten Zwiebeln, auch sehr geil. Ein bisschen doof, nur dass dieser Tisch so niedrig ist, weil entweder ich bin so ein Glöckner am Arbeiten oder, ja, nee, ist eigentlich schon ein Glöckner nur. Jetzt fängt die Zwiebel bei mir persönlich auch schon direkt an. Auch wenn man jeden Tag Zwiebeln schneidet, komme ich damit immer noch nicht klar. Eieiei, die sind hart heute. Okay, nee, Moment, wir packen jetzt mal hier das Hackfleisch schon mal hier rein. Das machen wir schon mal ein bisschen hier vermischungsbereit. Oh, nicht hängen über den Zwiebeln, muss wirklich heulen. Und dann nochmal die Finger waschen. Eieiei. So, also, deswegen geben wir jetzt, schneiden wir die Zwiebeln einfach klein. Ich würde sagen, ja, einfach ein kleines Stückchen hacken. Nicht zu groß, weil die sind ja später in dem Kebabspieß drin. Und genau, da sollen die hauptsächlich so einen Geschmack geben und jetzt nicht ständig so eine dicke Zwiebel sein, wo man drauf beißt. Also einfach ordentlich klein hacken, klein schneiden, klein hacken und mit zum Hack geben. Eieiei, die ist hart. Ah, stop it! Ich glaube, mit dem Gesicht da so drüber. Ich glaube, das ist auch ein großer Teil des Problems. Über den giftigen Zwiebelgasdämpfen hier. Schauen wir mal. Ist schon nicht schlecht. Ich würde sagen, wir machen nochmal die Beine hier. Und dann gucken wir erstmal, wie das Verhältnis ist. Das ist ja das Gute, wenn man das selber kocht. Man kann erstmal machen, wie man möchte. Ui, sorry hier. Aber dann kann man später auch noch mehr reintun. Gut, dann haben wir die Zwiebel erledigt. Kommt oben mit drauf. Fehlt uns erstmal noch der Knoblauch. Und dann können wir auch wieder gucken. Ah ne, wisst ihr was? Den Knoblauch, der dauert jetzt lange. Den Knoblauch suche ich mir jetzt hier mal so ein kleines Wippbrettchen. Und damit geht es nämlich deutlich schneller. Man kann es natürlich schneiden oder pressen. Ich denke jetzt für diese Spieße ist es auch ganz gut, wenn man es presst. Und das erspart uns hier einen Haufenweise Zeit, weil kann man hier einfach so durchpressen. Also das kann man auch nochmal doller pressen. Gut, das kommt nämlich dann immer mit da rein. Zwei auf einmal den Big Boy müssen wir hier vorher mal durchschneiden, glaube ich. Das fliegt er uns hinter den letzten Küchenschrank runter. Dann haben wir hier noch unsere Petersilie. Die spüle ich auf jeden Fall vorher einmal ab, weil manchmal ist sie sandig und niemand mag einen sandigen Kebabspieß. Trocken schütteln. Bestenfalls auch nochmal einmal den Zewa abtupfen, dass es nicht zu feucht in unsere Hackfleischmasse reinkommt. Und jetzt auch schön klein hacken und dann noch kleiner hacken. Und Petersilie kommt auch mit rein. Und jetzt genau, jetzt einfach durchmischen. Das geht am besten natürlich mit den Fingern. Man kann das auch mit irgendwie Löffeln machen oder so, aber das dauert natürlich dreimal so lange, bis man das richtig sorgfältig untergemischt hat. Deswegen einfach
Finger waschen oder wer das nicht mag, Handschuhe anziehen, das geht natürlich auch. Und ordentlich durchmischen. Das ist natürlich immer, wenn man so eine große Menge an irgendwas macht, das ist jetzt ein Kilo Hack, dann muss man auch ein bisschen mehr würzen, als wenn man jetzt für zwei oder drei Leute kocht. Deswegen immer mutig sein. Das Hack kann man natürlich auch einfach so probieren. Wir haben ja jetzt hier Rinderhack. Wenn man das jetzt nicht, sollte man eh nicht vorher kaufen, also am besten am selben Tag verbrauchen. Und dann kann man das auch einfach mal probieren, gucken, ob einem das schon gut abgeschmeckt ist. Und ordentlich Pfeffer drauf da. Das müssen wir schon nochmal final durch und dann lassen wir es auch noch ein bisschen ziehen, sodass sich die Geschmäcker alle gut verbinden können. Das lassen wir jetzt, wie gesagt, nochmal ein bisschen ziehen. Wir warten ja auch noch auf den Teig für die Kebabfladen und wenn alles fertig ist, machen wir weiter mit dem Grill. So, jetzt geht es weiter mit unserem Teig hier. Der ist nämlich auch ein bisschen größer geworden, würde ich sagen. Und den verarbeiten wir jetzt weiter. Dafür machen wir noch ein bisschen Mehl hier drauf. Dann zerteilen wir das hier mal ein paar Stücke. Die Stückchen machen wir nochmal zu kleinen Kugeln hier. Auch nochmal mit der Technik, dass wir es quasi von oben runterziehen und dann unten runterstecken, sodass wir hier so eine Tasche haben, die wir dann wieder zumachen und zu einer Kugel rollen. So, und das machen wir jetzt erstmal mit einem Kügelchen, bis wir soweit sind. So, wir haben jetzt hier nochmal so ein Rollholz, würde ich mal sagen. Und die einzelnen Stückchen rollen wir jetzt so flach wie möglich. Ups, das sollte hier ein bisschen natürlich nicht passieren, dass sie sich überschlagen und dann wieder zusammenkleben. Aber das macht meistens nichts. Müssen wir ein bisschen vorsichtig nochmal nachrollen. Am Anfang ziehen sie sich ein bisschen zusammen. Aber wenn man sie ein paar Mal ausgerollt hat, dann bleiben sie meistens in der Form. Die sind jetzt nicht perfekt rund. Muss aber natürlich auch nicht sein. Ist natürlich je schwieriger, je perfekter man das machen möchte. Aber für uns reicht es heute auch etwas unrund. Jetzt haben wir hier eine Pfanne, die wir relativ heiß erhitzt haben. Da packen wir gleich den ersten Fladen mal rein. Ohne Öl, ohne irgendwas. Und dann ungefähr eine Minute pro Seite. Der sollte nicht zu dunkel werden, weil sonst werden sie kross. Und so sollen sie aussehen. Und jetzt, wenn man sie zum zweiten Mal umgedreht hat, sieht man, dass sie sich ein bisschen aufpusten. Das heißt, dass die Luft, die wir eingeschlossen haben, jetzt darin sozusagen gefangen ist und dadurch jetzt eine kleine Luftlöcher kreiert. Und genau das wollen wir haben. Die packe ich jetzt mal hier hinten rauf und dann decken wir die ab und dann bleiben die auch schön weich. So, den nächsten haben wir jetzt auch schon fertig hier und rein damit. Du willst auch gerne so ein Brot probieren hier, ne? Ei, nein, das ist nicht für Hunde. Das tut mir leid. Das hätte ich dich jetzt nicht anteasern sollen. Außerdem hast du gerade eben gefressen. Eine dicke Portion. Ich habe es genau gesehen draußen. Wir probieren jetzt nochmal ein Stück. Und zwar ist das nämlich ziemlich geil geworden. Also, wenn man das unter dem Tuch lässt, wie gesagt, kann man das dann auch noch biegen. Wir wollen da ja noch was drin einwickeln. Also, es ist schon, man hört es jetzt nicht ganz so gut wahrscheinlich, aber es ist sehr knusprig. Und geil. Richtig perfekt geworden. Hm. Und jetzt machen wir die Spieße. Dann haben wir hier unsere Hackmasse und ich habe hier so ein paar flache Spieße. Die könnten theoretisch noch flacher sein, dann rutscht es nicht so, weil auf runden Spießen dreht sich ja dann der Hackspieß. Aber wir benutzen jetzt die hier, das geht eigentlich auch ganz gut. Ja, und dann drücken wir unsere Hackfleischmischung da erstmal ran. So, die Spieße haben wir jetzt fertig. Wir haben hier ein bisschen Hackmasse über. Ich habe jetzt nämlich nicht so viele Spieße, aber die machen wir einfach gleich als Hackbällchen daneben. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Dinger hier an. Da muss ich wirklich sagen, die sind sehr geil geworden. Die sind jetzt dadurch noch immer noch ein bisschen fluffig. Man kann sie noch einrollen. Hier unten sind sie noch richtig heiß. Und ja, bin gespannt, wie das wird. Teller, Gabel. Ich bring alles. Was ist da los? Wir probieren das hier nämlich gerade mal aus zu grillen. Wie man sieht, ist mein Grill leider zu groß für die Größe von Spießen. Deswegen habe ich hier mein altes Schwert nochmal eingesetzt. So, wir grillen jetzt mal die Dinger hier rauf. Oh, der neigt sich ein bisschen ab. Fangen wir mal mit dem hier an. Das sieht soweit nicht schlecht aus. Ich glaube, die Schwerttechnik läuft. So, hat sich gerade wieder eine geflippt hier hinten. Muss aber ab und zu mal ein bisschen nachjustieren. Aber das lohnt sich, dass die von allen Seiten gut angerüstet werden. Oh, ist natürlich manchmal schwieriger, manchmal leichter. Aber genau, wir machen das so, ja. Guter Tipp da hinten. Nice. Ja, das war gut, habe ich gemacht. Gut geholfen. So, wir nehmen die ersten jetzt hier mal runter, die sind nämlich, glaube ich, gut. Die werden ja später auch in der Soße fertig gegart. Das heißt, wir wollen die hier nochmal richtig anrösten. Wir fangen damit an, dass wir hier unsere Butter schmelzen.
Die füllen wir jetzt einfach und dann kommen die halt direkt mit in die Butter. In der Butter rösten wir nämlich auch noch ein bisschen Tomatenmark mit an. Das gibt richtig tomatigen Geschmack, weil die frischen Tomaten sind natürlich geil, auch für die Konsistenz und alles, bringen aber bei Weitem nicht so viel Geschmack mit. Was wir noch in die Soße packen, ist ein paar Stiele Thymian und Rosmarin. Die geben wir im Ganzen rein, weil wir wollen nur den Geschmack und später holen wir die wieder raus. Und so machen wir das hier. So, jetzt kommt das Tomatenmark dazu. Ui, das schwitzt ein bisschen. Löschen das Ganze hier ab. Dann lassen wir das noch ein bisschen brodeln, tun da Salz und Pfeffer noch rein. Das mache ich jetzt mal direkt. Ein bisschen Würze bekommt das Ganze hier. Und Salz. Und dann lassen wir das ein bisschen köcheln, bis sich das alles schön verbunden hat. So, wenn hier nochmal die Soße köchelt, bin ich nochmal dabei, ein bisschen Gemüse vorzubereiten. Und zwar gibt es hier nochmal Gurke und Tomate mit roter Zwiebel, was man quasi dann noch mit als Mix dazu gibt. Das Ganze mischen wir jetzt hier ein bisschen durch. Und dann kommt das mit als frische Einlage mit rein. Aber jetzt kommen hier unsere Spieße wieder rein und die packen wir jetzt hier einfach rein und lassen wir in der Soße fertig garen. Und dann zeige ich euch nämlich mal, wie wir jetzt das Ding belegen hier. Wir fangen nämlich an mit einem von unseren richtig geilen gemachten Broten. Davon schnappen wir uns erstmal eins. Die sind, wie gesagt, immer noch schön soft, schön faltbar. Dann holen wir uns hier mal so einen kleinen Zweig Petersilie. Und den benutzen wir jetzt, um hier ein bisschen was von der Soße auf unseren Fladen zu patschen, sodass das ein bisschen schöner eingeschmiert wird schon mal. Dann holen wir uns hier ein Stückchen, gehen es in die Mitte. Ein bisschen von unserer Frische, wie ich meinte. Ein bisschen Tomate, Zwiebeln und die Gurke. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist etwas Joghurt. Das Ganze klappen wir jetzt hier unten zusammen. Klappen wir links und klappen wir rechts zusammen. Und dann kann es quasi auch schon losgehen. Perfekt. Die Frische, der Joghurt, die Zwiebeln im Fleisch. Schaut euch das an. Also so, weißt du, da ist einfach so ein bisschen was drauf ist oder so. Das wird anstrengend, das hier jetzt so zu heilen. Und man sieht nichts. Wie, man sieht nix? Man sieht nur den Kopf. Ja, du musst ja, dann kannst du natürlich ein bisschen hier runter machen und so, also ein bisschen... Ja, ich persönlich schneide gerne hier diese richtig dicken Spieße ein bisschen, richtig dicken Enden ein bisschen ab. Wir öffnen das Ding. Genau,